Und damit herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Dennis. Begrüße euch hier zu einer weiteren Folge Citybus Simulator München. Heute fahren wir die Linie 102, die Sonderfahrtslinie zur Theresienwiese. Und ja, ich hoffe mal, das wird auch relativ schnell uns gelingen. Die Fahrt sagt 3 Stationen, aber ja, wir sehen, der Verkehr ist unerträglich. Hoffen wir einfach mal, dass wir das alles gescheit hinkriegen. So, wir haben hier noch 32 Minuten Verspätung. 16 Uhr ist Abfahrt. Das werden wir einmal kurz ändern. Und zwar werden wir... Moment, wo haben wir es denn? Hier, Wetter müsste das eigentlich sein. Genau, hier haben wir das Kalender. Dann stellen wir die Zeit einfach mal auf 58, na, machen wir 57. Und sagen Desktop schließen. Und schon haben wir 3 Minuten Verfrühung. Passt auch gut, es regnet auch nicht mehr. Heißt, wir können die Scheibenwischer auch wieder abschalten. Wir noch mal kurz hier machen. So. So, hier scheint auch alles in Ordnung zu sein. Mal gucken. Ja, da scheint auch alles gut zu sein. Dann können wir auch gleich in Ruhe abfahren. Ich hoffe, die geht gleich wieder aus. Oh, da kommt schon wieder jemand. Ja, die letzte Fahrt lief leider nicht so gut. Da sind wir ja leider in einen Fußgänger reingefahren. Wie die alle zu mir wollen. Ich sag's euch, wenn die jetzt da rüberkommen, dann bin ich beeindruckt. Aber ich glaube kaum, dass die da jetzt rüberkommen. Wartet mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ne? Hey, Leute. Leute. Wenn ihr zu mir wollt. Ich dachte gerade, wenn ihr zu mir wollt, könnt ihr hier außen rum gehen und dann da reingehen. Okay? Nicht? Dann habt ihr Pech. Die wissen, wie es geht. So. 2 Verfrühung. Ich würde sagen, wir fahren ab, denn, ja, Verkehr. So. Machen wir mal in Ruhe. Gucken wir mal hier in den Rückspiegel. Da ist auch alles in Ordnung. Da wird jetzt einer vorbei. So, dann gehen wir jetzt. So. Folgende Route 102. Das war doch gerade die ich vorher davor gefahren bin. Okay. So. Ich muss danach rechts abbiegen, aber das ist auch ein Parkplatz. Ich hoffe, der weiß, er lässt mich durch. Hä? Oh Mann, Leute! Echt jetzt? Jetzt weiß ich auch, woher das Klipper kommt. Oh, Leute. Sag mir nicht, hier kommt mir immer noch ein... Ihr wollt mich doch verarschen. Verschwindet! Ich habe hier eine wütende Mob-Reihe. Die will mir hinter mir her. Oh, können einmal bestätigen. So. Und dann einmal hier abbiegen. Und hier haben wir schon unsere erste Haltestelle. So. Moment mal, wir müssen hier mal kurz auf Abbruch gehen. So. So, Leute rein und rauslassen. Ich glaube, wir wollen ein paar Leute mit rein. Wo ist der wütende Mob? Ich glaube, ich bin den wütenden Mob losgeworden. Zumindest sehe ich ihn nicht mehr. So. Alle drin? Alle drin. Wow. Du bist aber echt... Das hätte aber auch leicht ins Auge gehen können, Freundchen. Mein Gott, man muss manchmal ein bisschen den Bürgersteig übertreten. Darf man das hier an deiner Stelle nicht, oder was? Oh, Mann. So. Nächster Halt ist die H-Linkstraße. Ich bin gerade verwirrt, warum keine Ansagen kamen. Habe ich die Ansagen aus Versehen schon wieder ausgestellt? Ich hoffe eher nicht. Das werden wir dann gleich an der nächsten Haltestelle sehen. Der Kollege meint anscheinend langsam fahren zu müssen, deswegen fahren wir mal gekonnt an ihm vorbei.
Was suchst du hier? Das ist Busspur. Bus und Tram. Obwohl, wahrscheinlich kann es auch zusammengesetzt sein. Ja, doch, ist zusammengesetzt. Die auf der anderen Seite auch nicht so machen. So, während wir hier ein bisschen rumschlenkern, gucke ich mal kurz. Innenansagen aus? Ah, okay. Gut. Funktioniert wieder. Also es waren an, aber irgendwie, wir wollen sie nicht. Moment, wir können ja mal kurz die Ansagen wiederholen. Ah. Ist das richtig so? Da steht Hallingstraße. Oh, ich sehe gerade, wir haben die Haltestelle verpasst. Egal, dann lassen wir sie mal hier kurz aussteigen. Einsteigen. Wir benehmen uns mal kurz wie eine Tram. Die verhalten sich auch so, also passt alles. Der 101 wundert sich auch schon. So, Ampel ist grün. So, wir können weiter. Oh, ich hätte abbiegen müssen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also, weil da kommen wir jetzt nicht weiter. Freundchen, warte mal. Ich werde mal kurz da hinten zur Kreuzung durchfahren und mal gucken, ob man da wenden kann. Tatsächlich kann man hier wenden. Bus frei, das freut mich. Dann kann ich nämlich hier einmal das hier machen. Das hier. Also Leute, niemals in der Realität nachmachen, ne? Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Oh Mann. Ich sehe gerade, wir haben 6 Minuten Verfrühung. Das ist natürlich auch doof. Aber gut, dadurch, dass wir jetzt hier den Weg verloren haben, wird das wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten. Und ich meine, es dauert wahrscheinlich noch, bis wir in der Theresienwiese ankommen. Ja. Wenn denn hier mal die Ampel grün wird, dann wäre doch alles super. Ja, wie gesagt, ich war, ist auch sehr leer hier. Also, ich habe meinen Kaffee verschüttet. Okay. Warum laufen die noch über Rot? Das ist so nicht in Ordnung. So, dann fahren wir mal hier rein. Sehr schön, sehr vorbildlich. Danke dir, BMW-Fahrer. So, der hat mir nämlich ein bisschen Platz gelassen zu manövrieren. Das ist sehr nett. Oh, Glück gehabt. So. Was ist das denn? Ist der Rauch in meinem Bus? Ach nee, Gott. Spiegelreflexion aber auch echt hart. So. Darf ich bitte weiter? Ampel, bitte. Danke, bitte gerne. Dankeschön. Ah, da hinten ist die Haltestelle auch schon. Sehr schön. Hier hinten auch Tramgleise. Interessant. Fahren Sie ruhig. Laufen Sie ruhig. Von da kommt jetzt erstmal nicht. Hä, was war denn jetzt los? Ich glaube, ich will es nicht missen. So, und dann hier lang. Und hier ist unsere Haltestelle. Und wenn man noch ein bisschen vorpasst. Leute, ein- und aussteigen bitte. Sagt er noch 20 Meter? Okay. Dann fahren wir noch mal 20 Meter weiter. Ich darf nicht zu früh das Gaspedal berühren. Ah, jetzt. Also die Leute sind nicht ausgestiegen irgendwie, warum auch immer. Und was ist jetzt? Hä? Okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was hier los ist. Irgendwie ist mein Gerät eingefroren. Steht jetzt gar nichts.
biegen wir nochmal hier ab. Hä? Oh Mann. Fahren wir nochmal hier rechts rein. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Aber er sagt auch, es wäre alles beendet. Hä? Ja, genau. Fahren wir rein. Biegt nach rechts, aber also blinkt nach rechts, aber fährt links. Das soll mir mal jemand erklären. Die Karte da oben sagt mir auch, ich soll auch hier rein. So. Und jetzt? Achso, stimmt, der sagt ja irgendwie was von wegen. Ich soll danach nochmal neu schildern. Was hat denn der gesagt? Meldungen Funk 101 102 Ersatz bereits im Einsatz. Hä? 102, okay. Ich sehe gerade, wir sind gerade nicht in einem Kanal angemeldet. Erhöhtes Fahrzeugaufkommen. Höhe. Lohstraße. Ist der Verkehr zum Stillstand gekommen? Okay. 1002 war das, ne? So. Dann würde ich mal sagen, das war's mit der Folge und wir sehen uns dann in dem nächsten Part am Hauptbahnhof Nord wieder und fahren von da aus dann nochmal die Linie 100 zum Ostbahnhof zurück. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht zu kommentieren. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Ich hoffe, euch ist nicht allzu schlecht geworden bei meinen Buskünsten. Ich würde mal sagen, haut rein. Ciao, ciao.